Was sind als Handwerksbetrieb die besten Marketingstrategien? Darüber reden wir heute. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der A&M und heute möchten wir mal der Frage auf den Grund gehen, was sind eigentlich die besten Marketingstrategien als Handwerksbetrieb oder als Fachfirma? Und ja, wir haben uns mal so die gängigsten drei rausgesucht und wollen die jetzt mal so ein bisschen bewerten, beziehungsweise mal so das Für und Wider davon oder auch mal so die Rahmenbedingungen, unter welchen Umständen diese Methoden gut sind. Die wollen wir mal bewerten und zwar fangen wir vielleicht mal an mit dem Thema Print, also Printwerbung, ne, in Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften. Wie würdest du da so die Erfolge auch unserer Fachpartner vielleicht beurteilen und worauf kommt es an, und damit man da erfolgreich ist? Ja, also zum einen mal nochmal zu den Sachen, die wir jetzt sagen gleich. Es geht jetzt darum, wirklich mal drei verschiedene Facetten aufzuzeigen. Man könnte natürlich sagen, das eine, was super ist, ist so viel voraus, dass man die anderen gar nicht machen müsste, aber es gibt bestimmte Facetten, in denen die anderen halt Sinn machen. Und bei Print fangen wir jetzt einfach mal damit an, was Sachen sind, die gut funktionieren. Was nicht funktioniert, kann ich vielleicht auch schon mal vorweg sagen, ist tatsächlich in irgendeinem allgemeinen Tagesblatt oder so was zu buchen. Oder gut, bestimmte Plakate können Sinn machen, aber in so einer allgemeinen Zeitung, wo man nicht wirklich eine Zielgruppe auswählen kann und einfach den Durchschnitt der Bevölkerung hat, hat man normalerweise keinen großen Erfolg, weil einfach der Streuverlust zu hoch ist, für das man bezahlt. Da zahlt man mal 600, 700 Euro und am Ende kommt kein einziger Kunde mehr rum. Vielleicht jedes vierte Mal kommt ein Kunde und das lohnt sich halt nicht wirklich. Ja, das Problem ist halt, diese Blätter, die haben natürlich eine sehr hohe Auflage. Das wirkt natürlich erstmal verlockend, aber im Endeffekt, wenn du es nicht schaffst, vielleicht gerade auf der Titelseite zu sein, vielleicht mit deiner Werbung oder selbst wenn, dann diese Zeitung, die schlägt ja nicht jeder auf und schon gar nicht vielleicht deine Zielgruppe. Und dementsprechend geht da einfach sehr, sehr viel Streuverlust mit einher. Ne? Du verlierst da eben, du hast halt die hohe Auflage, aber nur ein Bruchteil schaut sich das Ganze an. Ne? Genau. Und ich meine, gute Printwerbung macht dann genau das Gegenteil. Ne? Die sagt dann halt, also innerlich ist das erstmal komplett dahingestellt, das muss man natürlich testen. Bei der geht es dann halt darum, dass man zum Beispiel sagt, ich habe irgendein sehr hochwertiges Produkt, zum Beispiel verkaufe ich Küchen von einem sehr hochwertigen Hersteller. Dann sollte ich Werbung da machen, wo Leute sind, die auch viel Geld haben. Ne? Das könnte zum Beispiel eine Golfzeitung sein, nur so als Beispiel jetzt. Am besten noch eine regionale, was schon schwieriger wird. Da merkt man auch schon, was so die Krux dabei ist, weil die spezifischen Zeitungen, die dann passen, sind meist überregional. Da habe ich einen relativ großen Streuverlust. Was wir feststellen, was printseitig auch gut funktionieren kann, ist Plakate an bestimmten Orten zu positionieren. Beispielsweise, wenn ich Mitarbeiter suche. Marketing ist ja nicht nur für die Kundengewinnung. Kann ich zum Beispiel sagen, ich habe da vielleicht einen großen Konkurrenten, der sehr, sehr viele Leute hat, die ich gerne hätte. Und bei denen passt aber irgendwas nicht. Und das weiß ich auch, dass das bei denen nicht passt. Aber die nehmen es alle irgendwie hin, akzeptieren es irgendwie, sind aber eigentlich nicht glücklich damit. Dann packe ich einfach ein Plakat davor, wo ich zum Beispiel sage, ja, jetzt eben keine Schichtarbeit mehr. Ja. Zum Beispiel. Hast du keinen Bock mehr auf Schichtarbeit, dann melde dich bei mir. Jeder, der da rein und raus geht, sieht das. Ne? Und das ist halt, sowas zum Beispiel kann man machen, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen mit. Ne? Aber das ist eine Sache, die sicherlich auch Sinn machen kann, auch im Printbereich, auch noch heute. Aber wie gesagt, das mit den Magazinen hat man wirklich das Problem, es gibt wenig regionale Zeitungen, die dann noch so spezifisch sind. Die meisten regionalen sind sehr, sehr übergeordnet und das bringt dann wieder nichts, weil der Streuverlust so groß ist. Mhm. Okay. Aber das ist so eine Möglichkeit, die man im Print doch noch gut machen kann, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Ja, definitiv. Also es ist ja auch immer ein Mix. Ne? Also eigentlich macht es ja auch Sinn, sich verschiedene Maßnahmen rauszusuchen, die wirklich alle Sinn machen. Und jeweils Ziele festzulegen, die man mit den Maßnahmen erreichen möchte, ja, wie viele Verkäufe man haben möchte und so weiter. Und dann eben zu schauen, okay, was ist jetzt die beste Variante für mich? Aber das kann dann natürlich auch ein Mix sein. Ne? Also gehen wir vielleicht mal zum zweiten Thema über, und das ist das Thema Messen. Ja, war ja jetzt in den vergangenen Jahren und auch Monaten aufgrund der Situation nicht möglich, Messen zu veranstalten. Mittlerweile ist es ja wieder sehr, sehr gut möglich. Und wir haben natürlich auch viele Fachpartner, die auch Messen veranstalten und als Veranstalter auf Messen sind. Was sind da so unsere Learnings oder was können wir da so empfehlen? Ja, das Erste, was ganz, ganz wichtig ist, sollte wirklich eine Fachmesse sein, wo auch die Leute hinkommen, wo du weißt, die gehören zu einer Zielgruppe. Wir hatten jetzt einen Extremfall, wir waren selber auf einer Messe, einer relativ großen Möbelmesse, und wir haben da ein Unternehmen getroffen, die waren da so ein bisschen die waren da so ein bisschen verloren da drin. Ja. Kann man wirklich so sagen. Wir haben mit denen gesprochen und die meinen, die haben uns gesagt, hier sind ganz viele Outdoor-Möbel und so, aber das ist gar nichts Outdoor-Möbelmäßiges, war auch wirklich nichts. Und das war halt ein bisschen blöd für die, weil die waren dann halt die einzigen, die Outdoor-Möbler quasi waren. Klar, jetzt kann man sagen, das sind die einzigen, die da sind. Ja, aber kein Mensch dort wollte Outdoor-Möbel kaufen, logischerweise. Ja, das war eher so. Die waren eigentlich deswegen da. Das war eher so ein Business-to-Business-Geschäft. Genau, ne? Und außerdem auch nicht für diesen Sektor Outdoor-Möbel, sondern eher so Polstermöbel und so weiter. Ne? Das hat einfach nicht so reingepasst. Weil der Fokus einfach ein anderer bei den Leuten, die da waren. Und die haben auch danach gesagt, und wir haben mit denen in Kontakt geblieben, die haben uns dann auch gesagt, das ist komplett Reinfall gewesen, werden sie nie wieder machen, die Messe. Weil es einfach nicht gelohnt hat. Also man sollte eine Messe schon mal nehmen, ne? Fangen wir mal ein Negativbeispiel gerade an. Man sollte eine Messe nehmen, die auch spezifisch ist. Ne? Anderes Beispiel, positives Beispiel zum Beispiel bei unser Partner hier, einer unserer Partner in der Region.
das erste Mal jetzt wieder hier auf einer größeren Messe, einer Verbrauchermesse, was auch immer, finde ich, wichtig ist. Ne? Gerade für die meisten unserer Partner sind Verbrauchermessen relevanter als B2B-Messen und sind ja keine Riesenunternehmen. Und er hat gesagt, es war ein mega Zulauf, jetzt irgendwie schon 30 Beratungen vereinbart, jetzt schon ein paar Abschlüsse gemacht daraus und es hat sich mega gerechnet, mehr als die letzten Jahre. Muss man halt gucken, ne? Klar, die Leute waren lange nicht auf Messen, die auf einer Messe nur kaufen, die haben jetzt kaufen können, muss man auch sagen, in den letzten 2 Jahre. Ja. Kauft zusammen, muss man beobachten, ob es so bleibt, aber das war zum Beispiel von ihm eine gute Entscheidung, hat auch gesagt, das zu machen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass eine Messe natürlich auch ein riesiges Investment ist. Ja. Ne? Also eine Messe ist natürlich ein riesiges Upfront-Investment. Also da das redet man 20, 30.000 da redet man schnell über einen mittelfünfstelligen Bereich. Ja. Wenn das auch, na, wenn du sozusagen jetzt zum Beispiel Lamellendächer machst oder Terrassenüberdachungen oder die Sachen dahin zu stellen, ja, also da diese Stände aufzubauen, dass es auch was hermacht, ja. Du willst ja jetzt einfach nicht nur dort einen Tisch haben mit einem Aufsteller vielleicht, sondern das soll ja auch was hermachen. Du willst ja auch was zeigen. Da ist das natürlich, um auch das Ganze so objektiv so ein bisschen zu betrachten, ein riesiges Investment. Erstmal eine Blackbox. Eine Blackbox, genau. Und da ist eigentlich das Wichtigste, dass du dir vielleicht mal anschaust, gibt es vielleicht andere, die mit so einer Messe schon erfolgreich waren, ja, dass du vielleicht auch mal befreundete Unternehmer fragst oder auch aus anderen Regionen oder so, zum Beispiel bei uns bei der A&M, wir sind ja ein riesiges Netzwerk aus Fachfirmen und da tauscht man sich natürlich auch immer aus, ne? Wie hat bei euch die Messe funktioniert, wie ist die Messe gelaufen, ja, dann gibt es ja auch regional sozusagen verschiedene Messen, die man auch vergleichen kann oder vielleicht sogar von demselben Ausrichter sind, die dann aber regional woanders stattfinden, da kann man sich natürlich immer schön austauschen, das würde ich dann auch machen. Genau, so viel zum Thema. Ja, also man kann bei Messen immer schwer vorhersehen, wie es wirklich läuft. Man kann nur den Worst Case ausschließen, zum Beispiel über Erfahrungswerte von anderen Leuten. Wenn die gesagt haben, es war kompletter Schwachsinn, die Zielgruppe war gar nicht da, dann ist es halt so. Es gibt aber auch genug Fälle. Also ich bin der Meinung, Messe ist halt immer ein Münzwurf. Du gibst halt eine ganze Menge Geld in die Waagschale. Wenn die Münze auf die richtige Seite fällt, dann verdoppelst du dein Geld. Wenn die Münze auf die falsche Seite fällt, ist halt weg. So, das ist halt immer das Problem daran. Man kann sich wirklich testen. Man weiß nie, wie die Messe ist. Die kann die letzten 3 Jahre richtig geil gewesen sein. Das Jahr ist sie gerade richtig schlecht wegen irgendwelchen Situationen, die du nicht vorhersehen kannst. Etwas schwierig, ne? Viele sagen, die haben halt ihr Messebudget, das geben sie halt aus und wenn mehr bei rauskommt, ist gut, wenn weniger rauskommt, ist auch okay. Viele machen es auch nur, um gesehen zu werden, allein von ihren eigenen Kunden und so, das ist auch in Ordnung, muss man immer wissen, was sein Ansatz auch ist. Aber eine Messe ist jetzt sicherlich nichts, wo ich genau weiß, wenn ich da hingehe, habe ich den und den Umsatz, den ich da rausbekomme. Da gibt es andere Maßnahmen, die da deutlich planbarer tatsächlich sind. Aber ich kann auch mal einen Glücksgriff machen, investiere mal 15.000, 20.000 Euro und mache damit 1 Million am Ende raus. Das gibt's halt auch. Und was man auch sagen muss, eine Messe ist natürlich auch, sage ich mal, ein Risiko in der Hinsicht, als dass das Ganze auch abgesagt werden kann. Ne? Das stimmt. Also es ist natürlich deutlich... Ressourcen ein. Genau. Ja. Also wir hatten das in der Vergangenheit auch. Da wurden dann Messen geplant. Auch wir hatten schon Messen geplant. Ja. Auch viele Partnerbetriebe von uns hatten Messen geplant. Und dann fällt diese Messe einfach aus, ja, weil es einfach nicht stattfinden kann aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation und der Zahlen und so weiter. Und dann wird das einfach abgesagt. Und das ist dann natürlich blöd. Ne? Der gleichen Punkt, den muss man auch anführen beim Thema Print nochmal, um nochmal zurückzukommen. Denn wir hatten in der Vergangenheit auch zum Beispiel Partnerbetriebe, die hatten riesige Kampagnen gebucht in Zeitschriften und ich glaube sogar auf Litfaßsäulen und so weiter. Und da wurde ein Tag der offenen Tür beworben. Ne? Ja, und dieser Tag der offenen Tür konnte nicht stattfinden. Und trotzdem mussten diese Werbeplätze gebucht werden. Und das ist dann halt doppelt ärgerlich, weil du bezahlst quasi dafür, den Kunden in die Irre zu führen. Ja. Die haben ein richtiges Problem bekommen, weil die Kunden dann wirklich bei denen angerufen haben und gesagt haben, ja, was ist jetzt mit dem Tag der offenen Tür? Das geht doch gar nicht. Und so teilweise richtige Hasskommentare bekommen, wie könnt ihr das machen in der aktuellen Zeit? Ja. Also das ist richtig in die Hose gegangen. Die haben wirklich Geld dafür bezahlt, ihren Ruf zu verbrennen. Ja. Weil einfach Printmedien extrem unflexibel sind. Deutlich unflexibler, ja, genau. Ja, also so viel zum Thema Print und Messen. Jetzt wollen wir nochmal sprechen über das Thema Online-Marketing. Da gibt es ja 2 Varianten, die man wählen kann, beziehungsweise 2 Wege, die man einschlagen kann. Ich kann mir auf der einen Seite so Anfragen einkaufen, zum Beispiel von Portalen. Gibt es im Internet ja ein paar Portale, wo ich so Anfragen kaufen kann. Oder ich kann ja auch selber Online-Werbung machen. Ne? Und vielleicht fangen wir gerade mal an mit dem Thema Anfragen einkaufen. Was sind da so die Vor- und Nachteile? Ja. Also ich kann halt sagen, ich habe halt einmal ein relativ geringes Startinvestment. Mhm. Ich kann halt sagen, ich kaufe mir die Anfrage, ich habe einen festen Preis für die Anfrage, den kann ich kalkulieren. Was ich nicht kalkulieren kann, ist die Qualität. Mhm. Ich kaufe quasi, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt dieses Katze im Sack. Mhm. Das gibt es bei uns, also letztens wieder auf dem Flohmarkt, mal ein bisschen geschaut, was da so los ist, ewig nicht da gewesen. Und der hat da am Eingang so die Katze im Sack. Das hat so 5 Euro für und da ist irgendwas drin. Das kann von bis sein. Das ist komplett random. Und es ist ein bisschen böse der Vergleich, aber so ähnlich ist bei einer Anfrage, die man kauft. Man weiß nicht, wie die generiert wurde. Man weiß nicht, was die davor gesehen hat. Man weiß nicht, was das für eine Person ist. Klar, man kann so ein paar Spezifikationen angeben, aber sind wir ehrlich, die Spezifikationen sind nicht wirklich präzise. Ja. Dass man kauft wirklich die Katze im Sack. Man hat dafür ein geringes Investment, in Anführungsstrichen gering, absolut gesehen. Mhm. Erfahrungsgemäß aber auf der anderen Seite
einige Nachteile, nämlich kein Bekanntheitseffekt steigt. Man gibt quasi Geld dafür aus, um das Portal bekannter zu machen, was die Anfragen verkauft, ja, was in Ordnung ist. Man hat dann, also die Portale reden selber von einer Quote von 1 zu 10, als wir in den Küchenbereich bleiben. Dann haben wir zum Beispiel eine Anfrage, die kostet 50 Euro oder 65 mittlerweile sogar. Ich habe eine Abschlussquote von 1 zu 10, das heißt, ich zahle 650 Euro für eine Küche, die ich verkaufe. Wenn ich jetzt eine Kalkulation von 3% anlege, muss die Küche mindestens 20.000 bringen, damit sie es für mich rechnen kann. Ansonsten ist das ein Minusgeschäft und ich habe keinerlei Branding-Effekt, den ich irgendwie noch mit anrechnen kann. Ja. Deswegen sind wir persönlich keine großen Fans davon. Es gibt da Portale, die einen guten Job machen, muss man auch sagen. Aber auch da wieder, man greift immer so ein bisschen, das ist immer etwas schwierig. Wir haben sehr, sehr viele Partner, ich würde sagen, über die Hälfte unserer Partner haben früher mit Portalen gearbeitet und weit über 90% machen das nicht mehr, von denen, die es gemacht haben. Mhm. Und das ist auch irgendwo eine Aussage. Ja. Also ich habe ganz wenig Leute, die mir noch sagen, wir arbeiten auch mit dem Portal. Ja, ja, wir haben das auch mal analysiert, welche Werbung wird dort eigentlich geschaltet und das Problem ist halt, da hast du kaum Einfluss, ja, drauf. Ne? Du weißt nicht, mit welcher Werbung diese Anfrage generiert wurde. Wir haben da zum Beispiel sowas gesehen wie, ja, so kostet deine Küche fast gar nichts. Ja. Ne? Und wenn dann jemand auf so eine Anzeige zum Beispiel im Internet draufklickt, irgendwo auf einer Webseite ist, vielleicht sich gerade das Wetter anguckt oder so und dann ist da ein kleiner Werbebanner, wo er draufklickt und da steht, so kostet deine Küche fast gar nichts und dann trägt er seine Kontaktdaten ein, die landen dann bei dir. Ja, schönen, ja, Dank auch, wenn ich eine Küche verkaufen möchte, die irgendwie 20.000 Euro aufwärts kostet. Das ist das nächste Problem, ne? Ich, ja, krieg den für 20.000 ja gar nicht verkauft. Ich krieg, ja, den dann für 10 verkauft, ja, und dann habe ich wieder meine 6% und dann zahle ich doppelte für Marketing, als ich eingeplant, ja, habe. Genau. Genau, deswegen sind wir da eher Freund davon, zu sagen, man macht sozusagen eine eigene Werbebotschaft. Ja. Ne? Man kann selber sozusagen entscheiden, was man für, ja, was man als Werbung sozusagen ausstrahlt und hat natürlich dann auch viel besseren Zugang auch und kann die Zielgruppen auch viel besser steuern. Passt ja auch viel besser zu den Leuten, die jetzt unsere Partner sind. Wir haben keinen IKEA oder so als Partner, die Einheitsküchen haben, Standardküchen haben, sondern wir haben Partner, die auch mit ihren Leuten individuell das Ganze planen. Und so sollte auch die Werbung sein, weil du bist eben individuell, du hast eben ein individuelles Unternehmen, deine Bedingungen sind eben anders als bei anderen. Jetzt nicht komplett anders, aber schon etwas anders. Und wenn du das rüberbringen möchtest, dann musst du eine eigene Werbung haben, sonst führt kein Weg dran vorbei. Ja. Auch wenn es initial etwas teurer ist, ist man danach dafür umso günstiger. Genau. Also Online-Werbung, da muss man ja auch nochmal unterscheiden. Da haben wir auch verschiedene Erklärvideos zu dem Thema schon auf unserem Kanal. Bei Online gibt es ja das Thema so Social Media und sozusagen wirklich richtig Werbung machen. Ne? Also wir reden jetzt hier nicht darüber, dass wir posten und sagen, ja, schönen Start in die neue Woche und dann ein, ja, Bild vom Küchenstudio posten oder so. Das kann man auch machen, aber das ist nicht das, was der Kundentreiber ist. Ne? Ja. Sondern der Kundentreiber ist wirklich, ja, Werbekampagnen in den sozialen Medien zu machen, auf Instagram, auf Facebook, da, wo die Leute heutzutage sind und dort wirklich mit bezahlter Werbung. Ja, man sagt dann, ich möchte vielleicht 100, 150, 200, 300, 500 Euro im Monat ausgeben, je nachdem auch, wie viel Umsatz man mehr machen will. Und dann macht man wirklich mit einer guten Werbebotschaft, zeigt man das Leuten auf ihrem Handy, wenn sie auf dem Weg nach Hause sind, wenn sie in der Bahn sitzen und so weiter, sehen die das, sehen eine Werbeanzeige, das kennen die Leute ja auch mittlerweile. Und die muss dann so ansprechend sein, dass die Leute eben Lust haben, sich darüber zu informieren, sich zu melden und zu sagen, ja, ich habe hier Interesse, so eine coole Küche, wie ich sie hier gesehen habe, zu bekommen. Ne? Und tragen sich dann ein für eine Beratung. Das ist das, worüber wir reden. Und da haben wir dann aber auch 100% wirklich in der Hand, was sehen die Leute davor. Dann weiß ich, mit was assoziieren die mein Unternehmen und vor allem habe ich auch den Bekanntheitseffekt. Ne? Ja. Weil das wird ja wirklich mit dem Unternehmen dann nach außen gezeigt. Ist komplett kontrollierbar. Und jetzt auch der große Vorteil gegenüber einer Messe, es ist einfach planbar. Ich weiß halt, wenn ich letztes Mal für 10 Anfragen 2 Abschlüsse hatte, dann habe ich das nächstes Mal auch. Und wenn mich letztes Mal die Anfragen 60 Euro pro Anfrage gekostet haben oder 50 Euro oder wir reden ja eher, also bei gezielter Online-Werbung eher von 20, 30 Euro sogar pro Anfrage, dann werden die mich nächstes Mal plus minus das gleiche kosten. Dann weiß ich, was passiert. Das kann ich über 1, 2, 3 Jahre machen. Und wenn ich dann merke, da ändert sich irgendwas, das große Problem, die Messe, da hast du quasi hier einen Stand und hier einen Stand so ungefähr. Also jetzt nicht von den Ständen auf der Messe, sondern hier ist eine Messe und hier ist die gleiche Messe nochmal ein Jahr später. Mhm. Die Umfeldsituation hat sich aber komplett verändert. Die eine Messe hat so gut funktioniert und in der Zeit ist es aber so runtergegangen, weil irgendwas nicht passt und die nächste Messe ist hier. Du siehst aber nur den Stand. Wenn du aber schon merkst bei der, also merken würdest, es geht gerade runter, könntest du Gegenmaßnahmen einleiten. Und das kann man bei Online-Werbung eben machen. Da habe ich nicht den Stand jetzt und in dem Jahr, da habe ich den Stand jetzt und morgen und übermorgen und übermorgen. Ja. Viel schneller, viel flexibler. Ja. Und ja, genau, du kannst halt auch richtig schön einfach das Ganze hochfahren. Ne? Wenn du sagst, ey, das funktioniert mega, kannst du einfach sagen, okay, nächsten Monat gehen wir nochmal doppeltes Budget aus. Ne? Das kannst du bei einer Messe nicht so einfach, ne? Weil du kannst die Messe nicht nochmal so zurückholen, wie sie war. Genau. Ne? Du kannst sagen, machen wir nochmal genauso oder wir geben nochmal mehr. Kannst das Budget verdoppeln und hoffen, dass auf Rot doppelt so gut diesmal funktioniert. Ja. Und wenn es dann nicht funktioniert, hast du halt Pech gehabt. Ja, genau. Ja, also ich denke, da gibt es auf jeden Fall so seine Vor- und Nachteile bei den ganzen Maßnahmen. Wenn ich jetzt ein Fachhändler oder ein Handwerksbetrieb wäre, ich würde verschiedene Sachen ausprobieren. Ja. Ja. Ich würde aber auf jeden Fall auch offen sein, auch neue Dinge auszuprobieren. Und ja, aus unserer Erfahrung funktionieren halt diese drei Dinge unter den genannten Bedingungen gut. Ja. Favorit kann man schon sagen,
ist so das Thema Online. Ne? Dafür stehen wir auch als A&M, da eben in Bereichen Online-Werbung da sichtbarer zu werden als Handwerksbetrieb. Also wenn du sagst, das klingt interessant für dich, dann melde dich gerne mal bei uns. Da können wir mal schauen, was macht dein Mitbewerb in deiner Region schon? Ja, was kannst du machen? Wo sind da so die Unterschiede? Wie kannst du dich sozusagen als Spitzenreiter in der Region positionieren? Wo sind Potenziale, die man da noch erfüllen kann? Da können wir gerne zusammen drauf schauen. Das Ganze ist kostenloses Gespräch, wo wir einfach mal so das Potenzial in deiner Region analysieren. Genau. Ne? Genau. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne auch einen Daumen hoch oder abonnier den Kanal, wenn du nicht mehr von diesen Videos hier verpassen möchtest. Ja, und dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen und dir noch einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis dann. Ciao.